Weißt du was, würde ich sagen, wir bauen jetzt einen Boden. Dann gehen wir angeln. Nee. Dann graben wir den Schacht runter, damit wir heute auch ein bisschen Abenteuer haben. Vielleicht mache ich dann auch eine Pause vorher. Ihr wisst ja, mit vollem Gebläse in die Schlacht ziehen ist nicht so gut. Wie oft muss ich das noch sagen? Ich weiß nicht, ob das hier so bleiben soll. Ich finde das mit diesem schmalen Gang hier irgendwie nicht so klasse. Kommst du auf dieses schmale Brett? Weißt du, warte mal, lass mich mal erstmal noch mal raus hier. Ich habe da nämlich eine Befürchtung. Flobus? Flobus Hundi V2? Setz dich. Dann fangen wir hier vorne mit dem ersten Raum hier an. Das wird dann mal geflissentlich die Küche. Und wie machen wir denn den Boden? Ja, ich würde hier tatsächlich gerne mal was Besonderes haben. Nö, so nicht. Haben wir denn überhaupt eine Axt? Nö, natürlich haben wir keine verdammte Axt. Aber wir haben hier einen Crafting-Tisch. Nicht zu verwechseln mit dem Crafting-Tusch, der geht nämlich dö. Was? Sei nicht so albern. Guti. Sei nicht so. Jo. Ich probiere mal was aus, was früher funktioniert hat. Nein, so nicht. Ich glaube, ich werde das aufgeben. Ja, vielleicht funktioniert es ja diesmal auch. Wenn nicht, sieht es komisch aus und ich reiße es wieder ab. Bin mir nicht sicher. Und wenn ich jetzt mal nicht rede, dann ratet mal, was dann zu tun ist. Natürlich Musik hören. Und ich frage mich, was gerade läuft. Also in mindestens einer der Folgen hier wird der Soundtrack des wunderschönen Spieles Sea of Thieves laufen. Ja, ich habe das Spiel und ich würde es auch gerne let's playen, ganz ehrlich. Es macht aber eigentlich nur Spaß im Multiplayer. Stimmt ihr mir dazu? Also so ganz alleine. Vor allem, ich glaube, man kann es gar nicht Singleplayer irgendwie in der eigenen Welt spielen. Ich glaube, man muss auf dem Server und mit anderen spielen. Und ich mag es nicht ganz alleine als Einzelspieler auf einem Server zu sein. Das ist im GTA schon schlimm genug, finde ich. Heute gerade wieder GTA gespielt und da war so ein Ameisen 23, wenn du weißt, was ich meine. So ein Typ, wirklich so ein Oberförster-Icker, der mich die ganze Zeit abgeknallt hat, weil er Bock darauf hatte. Der Vogel. Tja. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er was zu kompensieren hat. So, ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. Nein, es wird nicht funktionieren. Deswegen machen wir das mal anders. Ja, guck mal. Machen wir das doch so und dann so. Es wird wahrscheinlich komplett hässlich aussehen. Das ist mir dann aber mal Wurstigkeit. So.
Ist experimentell. Experimentelles Design. Experimentelles Design ohne Arbeitsstoffe. Okay. Ja, Raspi, ich hoffe, Raspi, ich hoffe, das gefällt dir so, was ich hier für dich veranstalte. Und wenn nicht, ja, dann gefällt es dir nicht. Nein, aber ich denke schon, dass dem guten Raspi das gefällt, was ich hier mache. Ja, nee, das war jetzt mal die falsche Sorte Holz. Haben wir denn irgendwo noch Spruzen? Ekelhaft, wie sich das anhört. Ja, wir haben hier noch, das ist Spruze, ne? Ja. Gut. Ja, ich frage mich immer noch, wie wir das Schiff reparieren wollen ohne Dschungelholz, weil die Trapdoors oben, die sind aus Dschungelholz und ihr war's nicht so gut. So. Ja. So ist das nicht gut. Spruce Slab. Mhm. Es funktioniert ja sogar irgendwie. Ja, irgendwie schon. Also es ist sehr unkonventionell, würde ich sagen. So ein guck mal, Raspoale, du hast einen Mondrian, eine Mondrian-Küche. Eine Küche. Was wir natürlich jetzt hier drinnen bräuchten, das wären solche Sachen wie ein Schmocker. Ein Schlachtetable. Schmoker. Ja, warte mal. Kann man das irgendwie rausfinden? Was wir für einen Schmoker brauchen? Wahrscheinlich müssten wir dafür erstmal einen Ofen bauen. Also es wäre schön, wenn man auch die Dinge sehen könnte, für die man nicht das Material hat. Doch, hier, da. Guck mal. Smoker. Ja, ja, genau. Das ist exakt das, was ich mir gedacht hatte. Wir brauchen... Ja, wahrscheinlich müssen wir auch unbedingt Le Coblet sammeln, weil ohne dem... ja. Ohne dem werden wir hier nicht weit kommen. Ah, guck, da noch so Loks. Und ich habe immer noch nicht alle Crafting-Tische im Kopf. Ist klar, ne? Also ich glaube, der ist auch ein bisschen illusorisch. Natürlich, du hast sie alle im Kopf. Ist klar. Du hast was am Kopf. So. Publikumsbeleidigung. Publikumsbeleidigung. Wir spielen, also immer noch besser Publikumsbeleidigung als Publikumsbeerdigung, ne? In Anregung an die gute Katzenbeerdigung. Weißt du, ich würde hier auch ganz gerne mal dann Truhen reinbauen. Welches Hölzchen bietet sich dann dafür mal an? Also wir haben reichlich Spruce. Nein, du machst das jetzt nicht alles in Planken, sonst ist das Inventar voll. Jo. Manche Dinge ändern sich nie. Ja. Wozu hast du das jetzt gemacht? Alter, was los? Ich würde sagen, erstmal vier Kisten. Dann höre ich die Katze. Ja, die treibt sich ja in letzter Zeit immer rum. Also, ich weiß nicht. Wie so eine richtige Streunerkatze. Zieht sie so um die Häuser.
Ich würde sagen, die Truhen. Packen wir hier mal erstmal so in die Ecken. Gut. Ich weiß nicht. Ich guck mal kurz draußen, ob es da irgendwas gibt, das remotely an Essen erinnert. Na, Hund? Hundi? Yep, genau. Ja, hier guck mal. Rauer Kotzfisch. Roher Kotzfisch. Eine suspicious stew. Ich sage nochmal, wozu sollte man die essen? Sagt mal ehrlich. Weißt du, wir sollten auch mal ein bisschen Bäume pflanzen gehen, ne? Sehe ich so. Also gut, das ist jetzt nicht so unbedingt nötig. Hier haben wir noch eine Schüssel. Hat auch weitestgehend was mit Essen zu tun. Dann haben wir hier Potatoes. Ah, die würde ich ehrlich gesagt. Oh, wo kommen denn die Baked Potatoes her? Ist ja Wahnsinn. Ja, so nach und nach werden wir schon alles auf die Reihe kriegen. Ich glaube, ich werde von einem Pferd geschoben. Pferd, schieb mich nicht. Wir hätten einen von den Sätteln mitnehmen sollen. Ja, Sättel ist ja die Mehrzahl, genau. Alles klar. Ja, wollen wir ein bisschen pflanzen gehen? Ich mag zwar keine Birkenpflanzen gehen, aber wir werden sonst out auf Birkenholz rannen irgendwann. Und das wäre nicht so gut, denn ist gut für billige Tools. Und den ganzen Scheusendreck. So. Und eine Akazie können wir hier auch noch irgendwo hin dreschen. Ja, Raspoal, ich frage mich, ob die Mine ist ja. Ich zeig dir mal, die Mine, die wir letztes Mal gefunden haben, die ist ja, wenn man von da oben so runter guckt, also so hier drunter unter dem Wasser, da haben wir uns ja durchgegraben. Ich frage mich, ob die durch die Meerenge, vielleicht unter der Meerenge, bis auf deine Insel geht. Dann, ja, dann musst du mit Daniel Krieg führen um diese Mine, denn auf welchem Territorium sie liegt. Oder wir müssen sie vermessen. So, ne, die Fornazze. Ja. Es wird, glaube ich, schon wieder Nacht, wenn ich das richtig sehe. Ich will mal noch ein bisschen Decke bauen. Wo ist die Katze denn, Mensch? Also die Katze ist in letzter Zeit ständig verschwunden. Ihr habt ja schon mitgekriegt, als wir auf der Danielsburg waren. Die spawnen doch angeblich alle nach, ne? Also, habe ich irgendwann mal so gehört. Als Gerücht. Wir werden niemals genügend Schwarzeichenholz für diese Arbeit haben. Aber wir bauen es halt weg. Solange es währt, wird gebaut. So. Ja, also wir bauen das Gegenstück zum Boden als Decke. Also diesen Mondrian, diesen seltsamen. So. Und halt einfach nur so ein bisschen jetzt hier noch bauen und einrichten. Und dann graben wir uns in die Tiefe. Und lassen uns in die Luft springen oder sowas ähnliches. So. Ich glaube, Spruce muss da ran und muss das ist mal gar nicht gut. Ich bin momentan etwas verwirrt. So, das wird weitestgehend eine Nahrungsmitteltruhe. Ja, und Nahrungsgeschirrtruhe erstmal. Und wir können schon mal den Kotzfisch hier in den Schmocker schmeißen. Ja, eigentlich sollte das das Heilungsmaterial für die Katze sein. So, wie sieht denn das Inventar aus? Schon eigentlich ziemlich gut. So. Die Kartoffel will ich eigentlich wieder draußen. Die Kartoffeln will ich. Alter. Die Kartoffeln will ich wieder draußen hinpacken.
Hey, das sind hier so viele Bäume. Wir müssen auch nicht die ganze Kohle mit uns rumschleppen. So, es tut mir ja so schrecklich leid, aber ich glaube, wir müssen etwas Schwarzeiche fällen gehen. Ich würde gerne noch an der Decke ein bisschen weiterbauen. Also, ich habe jetzt inzwischen festgestellt, dass es ganz gut ist, immer so eine bis anderthalb Stunden aufzunehmen. Gott, sind das viele Pferde hier. Waren das schon immer so viele? Nee, waren es nicht. Versucht mir das gar nicht erst einzureden. Das waren noch nie so viele Pferde. So, und hier vorne möchte ich eigentlich sowas wie eine Jagdhütte haben. Möglichst weit weg vom, vom Riesengebäude, das natürlich gut ausgeleuchtet wird, damit da nichts sich in der Gegend in die Luft sprengt. Und wie gesagt, diese Jagdhütte hätte ich gerne so ein bisschen für nachts wach bleiben, damit man hier nicht immer... Ah, da fällt mir gerade was ein. Wir werden unter Umständen gleich... Nicht dein Ernst. Wir werden unter Umständen gleich nämlich Nacht bekommen. Auch bevor ich diesen Baum hier ins Jenseits befördern kann. Gibt es für Bäume ein Jenseits? Ein Baumhimmel. Wenn es schon keinen für Menschen gibt. Imagine there's no heaven. Nö, das dauert noch, bis das da passiert. Wie gesagt, erinnert mich dran, dass ich auch noch ein bisschen Schwarzeichenholz oder zumindest Setzlinge von hier aus mitnehme nächstes Mal, weil die brauchen wir unbedingt für Keoschheim Menschen. Ich mag keine Menschen. Menschen sind mir suspekt. Ja. Ihr werdet es nicht glauben, ich bin ein Soziopath. Schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen. Eigentlich nur. Mit wenigen Ausnahmen. Wäre schön, wenn es nicht so wäre. Also, ja. Ich würde mir wirklich wünschen, meine Erfahrungen mit Menschen allgemein seit meiner Kindheit wären besser gewesen. Aber so, wenn mich Außerirdische fragen würden, ist das Kunst oder kann das weg? Nein, dazu würden sie mich fragen, so von wegen, was ist deine Meinung über diese Spezies? Würde ich wahrscheinlich sagen, ja, haltet euch fern, Leute, ne? Oder Getier oder was auch immer ihr seid. Also falls das hier irgendwelche Außerirdischen auf ihren Internet-PCs sehen sollten, kommt hier nicht her. Es ist nicht gut. Menschen halten in der Mehrzahl kein Wort, sind selbst wenn sie es nicht wollen, aggressiv. Ich nehme mich da nicht aus. Also, ich bin auch kein, weiß Gott, ich will kein, oder besser gesagt, ich bin nun mal kein Engelsschwein, was? Ja, nee, also, nee. Nicht, dass hier irgendjemand denkt, ich wäre eine solch selbstverliebte Drecksau, dass ich sagen würde, alles scheiße außer ich. Dafür habe ich viel zu viele Fehler, die ich selber kenne. Aber ich muss schon sagen, was mich von der Mehrzahl meiner Spezies-Artgenossen unterscheidet, ist ganz einfach, dass ich täglich mein Bestes tue, um halt nicht ganz so scheiße zu sein, wie ich sein könnte. Und immer hoffe, dass das mir auch gelingt. Ich muss viel zu oft sagen, Alter! Selbst mein schlimmster Kritiker. Ich sag ja immer, mir braucht niemand
unbedingt zu sagen, du bist Kacke. Ich finde genügend Gründe, das zu mir selber zu sagen. Also. Und das hat nicht unbedingt was mit der Depression zu tun. Sondern einfach was mit der Realität. Ich weiß ganz einfach, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja. Wie ist das mit meinem Vorspann immer, ne? Mit Würde, hätte, könnte und wäre schön gewesen. Ich krieg das nie auf Anhieb so zusammen. Irgendwann mal, als ich einen getrunken hatte, habe ich mir diesen Spruch ausgedacht. In Anlehnung an Gronks Let's Plays mit Würde. Ja? Genauso wie Let's Plays mit Gehirn. Ne? Also, wer die Anlehnung nicht kennt, nicht mitbekommen hat, ich kann es hier gerne nochmal wiederholen. Let's Plays mit Gehirn ist eine Anlehnung an Gronks Gronk Let's Plays mit Herz. Wobei mir da eine gewisse Dame, die gute Anja, von der ich vor einiger langer Zeit mal, das war noch in der alten Welt, erzählt hatte. Ja, und es geht ihr gut. Die hat gesagt, so von wegen, Let's Plays mit Herz würde auch stimmen. Würde auch passen. Dafür schimpfe ich viel zu sehr mit den Tieren und fluche und mache blöde Witzchen wie That's what she said. So, ich warte hier nochmal auf die. Boah, haben wir viel Schwarzeichenholz gekriegt. Das finde ich geil. Da kriege ich ein Rohr. Nee, das nicht. Bitte kein Kopfkino hier. Ich werde nicht geil davon, wenn ich viel Holz kriege. Alter. Da werde ich mich wieder so für schämen, wenn ich das schneide und dann werde ich wieder kurz davor sein, mir herzhaft eine ins Gesicht zu schlagen. Nein, das mache ich nicht wirklich.